Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Hier ist wieder Marco von StageLight. Und heute möchte ich euch den Sequenzer in StageLight vorstellen. Der Sequenzer ist ein bisschen wie ein Software-Sequenzer mit einer Mischung aus einer Loop-Maschine. Das heißt, wenn ihr eine neue Sequenz erstellt, müsst ihr euch entscheiden, wie viele Takte wollt ihr haben. In meinem Fall sind es jetzt zwei Takte und es ist ein Viervierteltakt. Ich kann aber auch auf Dreiviertel umschalten und sagen, ich möchte nur einen Takt oder ich möchte vier Takte. Ich in meinem Fall lasse das jetzt mal auf Viervierteltakt und zwei Takte. Und wenn ich den Sequenzer starte, wird genau dieser Teil immer und wie immer wiederholt. Das heißt, ich kann jetzt nicht unendlich lange Sequenzen erstellen, sondern immer nur, jetzt in dem Fall, über zwei Takte und die werden dann immer wieder wiederholt. So. Um den Sequenzer nutzen zu können, muss man zuvor entscheiden, was ich mit dem Sequenzer steuern möchte. Und dafür habe ich in StageLight drei Möglichkeiten. Das können Scheinwerfer sein, das können Gruppen sein oder das können Cues sein. Ich würde einfach jetzt mal mit den Scheinwerfern beginnen. Und dazu bin ich jetzt aktuell in der Ansicht, wo ich meine 8 Scheinwerfer von der Backline abgelegt habe und durch diesen Effekt Select Button sage ich einfach, der erste Scheinwerfer auf Kanal 1, der zweite auf 2 und so weiter und so weiter. Jetzt habe ich alle 8 Scheinwerfer auf die 8 Kanäle des Sequenzers gelegt und ich kann jetzt per Klick sagen, ich möchte den ersten auf Rot und ich möchte den letzten auf Rot und dann überlege ich mir jetzt einfach mal eine Sequenz, wo ich denke, das könnte gut aussehen. So, und wenn man jetzt den Sequenzer startet, sehen wir meine Sequenz, die ich soeben erstellt habe. Was wir jetzt aktuell weiterhin sehen, ist, die Sequenz läuft per Timer getriggert, also per BPM, Beats per Minute. Ich kann jetzt hier die Geschwindigkeit erhöhen oder ich kann sie eben auch wieder absenken. Neben diesem BPM-Trigger habe ich noch weitere Trigger im Angebot. Also ich halte ihn mal kurz an, triggern über ein Audiosignal, was ich dann entsprechend konfigurieren kann. Also ich kann sagen, den Verstärkungslevel eingeben. Ich kann sagen, das ist der Schwellwert. Wird dieser Schwellwert überschritten, dann wird ein Signal getriggert. Ich kann das Frequenzband verschieben hier auf dem Frequenzband und ich kann die Größe des Frequenzbandes noch einstellen. So, die dritte Möglichkeit ist per MIDI, kann also auch MIDI als Trigger verwenden. Dazu muss ich aber vorher MIDI dementsprechend konfigurieren. Das werde ich mal kurz machen, Augenblick. Settings, MIDI und wir hatten dann hier in dem Sequencer Trigger Cue. Hier kann ich jetzt sozusagen auch ein MIDI-Signal aufnehmen, so wie wir das in dem MIDI-Tutorial gemacht haben. Und dann kann ich das benutzen, um diesen Sequencer zu triggern. So, aber wir bleiben weiterhin nochmal bei BPM. So, wenn wir jetzt wieder laufen lassen, sehen wir, es werden die Scheinwerfer einzeln angesteuert und über den Sequencer getriggert. Kommen wir mal kurz zu den Einstellungen, die wir sonst noch machen können hier drin. Also ich gehe nochmal rein. Wir haben verschiedene Fade-In, Fade-Out-Options. Aktuell ist einfach nur an und aus, aber ich kann auch sagen, ich möchte, dass das Signal einfädet. Und jetzt sehen wir, dass die ersten beiden Scheinwerfer und die letzten beiden Scheinwerfer eingeblendet werden und dann auch anbleiben. Wenn wir zum Beispiel in die Mixing-Konsole sehen, sieht man das auch, ja, wie die langsamer eingefädelt werden. Und ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, okay, ich möchte sie aber auch ausfäden. Ja, und dann mache ich das folgendermaßen. Also ich fange wieder mit der offenen Flanke an und gehe dann
No. So. Neben der Möglichkeit, Scheinwerfer über den Sequenzer zu steuern, habe ich auch die Möglichkeit, Gruppen und Cues zu steuern. Also bei den Gruppen ist das relativ ähnlich. Ich würde das jetzt mal mit den Cues machen, damit wir das nochmal sehen. Dazu lege ich erstmal eine neue Sequenz an und muss jetzt allerdings hier diese Scheinwerfer abwählen und muss meine Cues als Signal auswählen. Ich habe dafür bereits zwei neue Cues angelegt und kann diese jetzt auswählen. Und zwar sind das diese beiden. Und jetzt gehe ich zurück in den Sequenzer und fange an, diese hier einzustellen. Und jetzt sehen wir, wird zwischen den Cues hin und her geschalten. Ich kann sie auch unterschiedlich kombinieren, Bewegungscues mit Beleuchtungscues. So. Das war's schon wieder zu diesem Sequenzer-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt es mir in die Kommentare und bis zum nächsten Tutorial. Ciao, ciao.